So Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch. Es ist selbstverständlich die Ernährung. Wir stehen in der kleinen Bodypeak und es gibt wieder ein fantastisches neues Rezept aus der Kategorie gut, günstig, schnell zubereitet, absolut fitnesstauglich, eiweißreich, ausgewogen. Ganz wichtig, bei den Gerichten ist es mir auch wichtig, dass es wirklich ein ausgewogenes Gericht ist, also wirklich eine vollwertige Mahlzeit. Und heute der kleine Zusatz, sie hilft euch wirklich mal Gemüse zu essen. Ich kriege ganz, ganz viele Nachrichten. Simon, ich kann nicht so viel Gemüse essen. Mit diesem Rezept kommt ihr alle auf mehr gesundes Gemüse, auf eure Mikronährstoffe, auf eure Mineralstoffe und so weiter. Bevor ich starte, kleine Werbung. Ihr wisst, ein bisschen Werbung muss sein, so finanziert sich der Kanal. Und ich freue mich immer wieder, wenn ihr kommentiert, wenn ihr auch supportet, wenn ihr auch wirklich Feedback schreibt zu den ganzen Produkten. Kleine Neuankündigung, die ERAs. Eins meiner absoluten Lieblingsprodukte aus meiner Sparte, weil wir so ein vergleichbares Produkt gibt es nicht wirklich auf dem Markt, weil wir haben alle essentiellen Aminosäuren, alle semi-essentiellen Aminosäuren in der perfekten Verhältnis und jetzt im neuen Geschmack Green Apple. Mein Lieblingsgeschmack von den ERAs. Kein Scherz. Mein Lieblingsgeschmack von den ERAs und ist jetzt, wie gesagt, erhältlich, um euren Eiweißbedarf ein bisschen, ja, ich sag mal, veganer und besser und leckerer zu decken. Und wie gesagt, an der Stelle könnt ihr euch holen und ja, sowas supporten. Macht ihr nichts falsch mit. So, Rezept gibt's jetzt, wie gesagt. Heute gibt es tatsächlich mal gebratenen Reis ohne Reis. Ihr wisst vielleicht, bei meinem Sushi-Experiment habe ich ein bisschen von Reis erzählt. Ich habe ein bisschen gesagt, dass Reis zwar sehr, sehr lecker ist, aber dass Reis eigentlich, ich sag mal, kein super Fitnessfood ist. Es hat viele Kohlenhydrate, recht einfache Kohlenhydrate. Wir reden hier von weißem Reis, von dem, den wir bei Sushi gesehen haben. Wir haben sehr wenig Fett und wir haben eigentlich auch kein Eiweiß. Also eigentlich fehlen uns die guten Sachen, die essentiellen Sachen wie Fette, wie Ballaststoffe, wie gute Eiweiße fehlen uns. Ihr könnt euch falschen Reis machen mit Blumenkohl, habe ich euch schon mal gezeigt. Und besonders als gebratener Reis ist das unglaublich genial. Ich zeige euch, blende euch kurz nochmal, wie gesagt, die Nährwerte von dem Rezept ein. Und der Preis, wie gesagt, bei den Rezepten wisst ihr immer, Preis schnell gemacht und Nährwerte. Wir haben beim ganzen Rezept in etwa 400 Kalorien. Wir haben in etwa 34 Gramm Eiweiß und zwar sehr, sehr gutes Eiweiß. Sehr, sehr schöne biologische Wertigkeit, perfekt für jeden und das auch ohne Fleisch. Ich sage euch immer, es geht auch ohne Fleisch. Wir haben in etwa 28 Gramm Kohlenhydrate. Jetzt werden viele sagen, oh, das ist aber viel. Nein, wir haben davon 19 Gramm Ballaststoffe. Und das ist das, was ich euch auch mal versuche zu sagen. Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate. Wenn ihr ballaststoffreich esst, seid ihr viel länger satt. Der Blutzuckerspiegel geht nicht ganz so hoch. Ihr seid länger gesättigt, ihr seid danach nicht müde. Und bitte achtet immer auf eure Ballaststoffe. Wir haben hier unglaublich viele Ballaststoffe. Wir haben in etwa 15 Gramm Fett. Ein fantastisches, ausgewogenes Gericht. Und das Ganze besteht fast ausschließlich aus Gemüse. Obwohl es gebratener Reis heißt, aber glaubt mir, es schmeckt wirklich, wirklich, wirklich super. Gerade der Marc hinter der Kamera konnte gar nicht glauben, wie lecker das ist. Wirklich, es ist absolut lecker. Vielleicht zu den Preisen, ich habe es einfach mal grob überschlagen. Der Preis für das ganze Riesengericht, für die ganze Portion ist in etwa 2,20 Euro oder so grob. Wir nehmen immer teilweise. Was brauchen wir dafür? Ich möchte euch direkt mal sagen, was wir dafür brauchen. Ich blende trotzdem mal so grob den Preis dazu ein. Wir brauchen einen halben Blumenkohl. Einen halben, in etwa 300 Gramm Blumenkohl. Circa, wie gesagt, Blumenkohl habe ich jetzt ungefähr mit 1,20 berechnet. Einen halben, ein ganzer, weiß nicht, 2,40, 2,50, irgendwie sowas. Blumenkohl solltet ihr immer da haben. Blumenkohl ist ultra gesund, unglaublich vitaminreich, unglaublich ballaststoffreich. Toll anzuwenden, sowohl für Süßspeisen als auch für herzhafte Sachen. Nimmt ganz großartig die Geschmäcker von anderen Sachen auf. Bitte verarbeitet mehr Blumenkohl. Ich habe hier ganz, ganz viele Blumenkohlrezepte auf diesem Kanal. Also wenn ihr den halben noch habt, könnt ihr ein tolles anderes Rezept aus meinem Kanal oder von meinem Kanal machen. Also Blumenkohl. Wir brauchen Erbsen. Erbsen. Bitte nehmt am besten tatsächlich tiefgefrorene Erbsen. Die sind noch vitaminreicher, die sind noch etwas besser von den Nährstoffen, aber auch die im Glas, die gab es jetzt hier nur in der Dose. Auch völlig in Ordnung. Erbsen, total unterschätzt. Ultra günstig. So eine Dose Erbsen kostet irgendwie 50 Cent. Sehr eiweißreich. Es ist die Hülsenfrucht mit dem höchsten Eiweißgehalt. Viele werden sagen, die biologische Wertigkeit des Eiweißes ist gar nicht so hoch. Doch, wir haben recht viel BCAAs. Wir haben recht viele essentielle Aminosäuren. Einige fehlen, nicht fehlen komplett, aber einige sind etwas ja, weniger vorhanden. Aber denkt dran, wenn wir das kombinieren mit Ei zum Beispiel, dann haben wir insgesamt beim Gericht ein ganz, ganz tolles Eiweiß. Und deswegen Erbsen absolut. Viele Ballaststoffe, viel Eiweiß, recht wenig Kohlenhydrate, fantastisch. Erbsen sollte auch jeder wirklich auf dem Plan haben und nicht nur Veganer. Eier ist jetzt leider nicht vegan, aber Eier in Kombi mit Erbsen,
geben ein fantastisches Eiweiß, Eier, das Superfood schlechthin, ihr kennt da meine Meinung, nehmt am besten, wie gesagt, Freiland- oder Bio-Eier. Wir nehmen 2 komplette Eier und ein Ei klar. Einmal wegen des Geschmacks, weil es wirklich so vom Geschmack, finde ich, habe da ein bisschen rumexperimentiert, am besten passt zu der Menge. Die Leute, die ein bisschen auf das Fett noch ein bisschen runter reduzieren wollen, die können es tatsächlich auch nur mit Eiklar machen. Also für die Leute, die in einer 4-Wochen-Challenge sind zum Beispiel, die können das super machen, wenn sie einfach nur Eiklar nehmen. Ansonsten, ihr könnt auch 3 volle Eier nehmen. Aber ich finde so 2 volle Eier, ein Eiklar, das Eigelb, das was übrig bleibt, bitte nicht wegschmeißen. Wie gesagt, berechnen wir auch, weiß ich nicht, mit knapp 30 Cent oder so. Wir brauchen ein bisschen Sojasauce. Ihr wisst von dem Sushi-Video, Sojasauce in geringen, in normalen Mengen ist recht gut, recht viel Eiweiß. Und nicht ungesund, wie viele denken. Achtet da bitte auf eine traditionelle Herstellung und dass da wirklich eine echte Fermentation stattgefunden hat und so weiter. Wir brauchen in etwa 20 Milliliter, habe ich jetzt berechnet. 20 Milliliter, also so 4 Esslöffel Sojasauce ungefähr. Wir brauchen etwas Kokosfett, 2 Gramm. Wir brauchen wirklich nur ein bisschen für zum Einschmelzen der Pfanne. Wir brauchen Frühlingszwiebeln, ganz wichtig. Zum gebratenen Reis gehören Frühlingszwiebeln. So eine halbe, wie gesagt, Preise blende ich euch auch ein. Kostet auch ein paar Cent, wenn wir das auf das halbe Ding oder auf ein Drittel ungefähr, 70 Gramm ungefähr haben wir genommen, wenn wir das ungefähr darauf reduzieren, sind das auch ein paar Cent. Frühlingszwiebeln geben einen unglaublich tollen Geschmack. Wir brauchen ein bisschen normale Zwiebeln, so eine halbe Zwiebel. Ich nehme total gerne, wenn ich hier koche oder so, weil meine Hand dann nicht mehr so danach riecht, als wenn ich die immer schneide, nehme ich hier ganz gerne echt dieses Gefrorene, die bereits geschnitten sind. Gefroren gibt es, glaube ich, irgendwo bei jedem Aldi und so weiter. Ich finde das echt praktisch, ein bisschen teurer, aber ich finde das eigentlich so ganz gut. Zwiebeln einfach geben den perfekten Geschmack. Ihr müsst Zwiebeln immer vorher ein bisschen anrösten, ein bisschen Zuckerlight zum Beispiel drauf. Ihr könnt eine Prise Zucker auch drauf tun, eine Prise Salz dazu und die geben einfach dem Ganzen ein fantastisches Aroma. Habe ich noch was vergessen? Das war's dann anscheinend. Genau, Eier haben wir, genau. Das waren die Zutaten, wie gesagt, ein paar Gewürze. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, ein bisschen Curry und ein bisschen Ingwer, gewürzt tatsächlich, also getrockneten Ingwer. Ihr könnt auch frischen Ingwer nehmen. Ich finde, Ingwer passt da auch sehr, sehr, sehr gut zu. Und dann war es das Ganze. Ein bisschen Salz, mehr brauchen wir nicht. Geht ultra, ultra, ultra schnell. Also, wie gehen wir vor? Ich habe hier echt den Saustall des Lebens hinterlassen. Alles hat gestreikt. Erstmal wollte ich mache das zu Hause immer in so einer Küchenmaschine. Den Blumenkohl ab in eine Küchenmaschine und dann ist das wirklich wie eine Reiskonsistenz. Perfekt. Ich habe es im Mixer versucht, haut nicht hin. Mixer, der püriert unten und oben kriegt er das Zeug nicht. Vielleicht habt ihr einen besseren Mixer oder einen anderen. Ihr könnt es gerne mal versuchen. Ansonsten geht es auch wirklich mit dem Messer. Einfach die Röschen klein hacken. Ihr kriegt direkt wie so ein Reis, halben Blumenkohl einfach zerhacken. Pfanne nehmen. Ich hatte hier keine Pfanne, die auf dem Induktionsding funktioniert. Deswegen habe ich meine Crepe-Pfanne genommen und habe hier wirklich eine Sauerei hinterlassen. Aber wie gesagt, eine ganz normale, bitte guckt hier nicht auf mein Beispiel. Nehmt bitte eine ganz normale Pfanne. Etwas Kokosfett mit rein in die Pfanne. Ganz, ganz wenig, 2 Gramm. Und die Zwiebeln erstmal mit rein. Halbe Zwiebel, richtig schön anschwitzen, so ein bisschen anrösten, bisschen Zuckerlei drauf, ein bisschen anrösten, zur Seite schieben, ganz wichtig, weil der falsche Reis, der Blumenkohl, braucht erstmal eine schöne, trockene Pfanne, ohne Zwiebeln, ohne alles. Der muss erstmal angeröstet werden. Das heißt, einfach Zwiebeln ein bisschen zur Seite schieben, in die Ecke schieben und da den Blumenkohl drauf, röstet ihn an. Dass er so ein Röstaroma bekommt, dass die Flöckchen da so ein bisschen bräunlich werden, ganz, ganz, ganz leicht. Wenn er angeröstet ist, vermischt ihr das jetzt schön mit den Zwiebeln, mit dem bisschen Fettigen von dem Kokosfett richtig, richtig schön vermengen. Das Ganze zusammen ein bisschen anbraten. Jetzt nehmt ihr, jetzt könnt ihr schon mal ein bisschen Sojasauce nehmen, also die 20 ml, richtig schön da drauf. Dann zieht das richtig mit dem Zwiebelaroma, mit dem Ganzen, zieht sich das so ein bisschen zusammen. Ich liebe das, es riecht immer ganz, ganz, ganz fantastisch. Das Ganze jetzt zur Seite schieben und ein bisschen Platz schaffen sozusagen für das Ei. 2 ganze Eier einfach mit rein und ein Ei klar. Ein bisschen warten, bis das so ein bisschen stockt. Ganz, ganz wichtig, nicht direkt vermischen. Macht euch erstmal hier so auf der Seite wie so ein Spiegelei. Dann rührt ihr das so ein bisschen, dass es wie so ein kleines Rührei wird und dann erst, wenn das wirklich komplett, wenn das fast schon fest ist, dann wird mit dem Rest untergemengt, richtig, richtig schön verrührt. Ihr könnt in der Zeit jetzt ein bisschen Gewürze nehmen, wie gesagt, ein bisschen Curry, ein bisschen Ingwer, ein bisschen Salz. Nehmt bitte nicht zu viel Salz, weil wir haben in der Sojasauce unglaublich viel Salz. Deswegen braucht ihr da nicht viel, bitte ein bisschen vorher abschmecken. Frühlingszwiebeln hacken, 70 Gramm in etwa haben wir genommen, mit dazu. Die brauchen nicht zu viel Hitze, also die kommen recht weit zum Schluss. Die sollen nicht verbrennen, die brauchen wirklich nur ein bisschen die Wärme, die sollen sich ein bisschen damit verrühren. Die Erbsen, wie gesagt, wir haben in etwa 100 Gramm Erbsen genommen, 100 Gramm Erbsen mit dazu
und das Ganze richtig, richtig schön verrühren. Auch die Erbsen sind ja fertig. Da muss auch nichts mehr dran gemacht werden. Wenn ihr die tiefgefrorene nehmt, könnt ihr die vorher schon ein bisschen mit reinnehmen, dass sie ein bisschen ziehen. Hier die aus der Dose einfach mit reinschmeißen, ein bisschen umrühren, wie gesagt, ein bisschen abschmecken, nicht zu viel Salz nehmen, die Gewürze nehmen und das mit dem Eifermehl, ich glaube, das war's schon. Also ich denke jetzt auch, muss man noch was machen oder irgendwas? Nein, es ist tatsächlich so einfach, es ist tatsächlich so schnell gemacht und es ist tatsächlich so lecker danach. Das ist eines der einfachsten, schnellsten Gemüserezepte, das ich kenne. Und viele denken immer, Gemüse, kein Eiweiß, stimmt überhaupt nicht. Wir haben hier ein Gemüsegericht mit sehr viel Eiweiß, mit hauptsächlich Eiweiß, mit komplexen Kohlenhydraten, mit guten Fetten. Und bitte nachmachen. Glaubt mir, es schmeckt großartig, es sättigt super lange. Es ist ein perfektes Gericht eben auch für die Mittagszeit, damit ihr danach irgendwie nicht in so ein Kohlenhydratloch fallt. Und es ist absolut die gesündere Reisvariante. Ich verspreche euch, falscher Reis ist gesünder und besser als normaler Reis. Außer ihr müsst jetzt irgendwie noch Riesenmengen an Kohlenhydraten decken, aber das sollten die meisten eh nicht. Deswegen, perfekter Preis, schnelle Zubereitung, super, super fitnesstauglich, alles perfekt. Perfekt für unsere Playlist, perfekt zum Nachmachen. Ich freue mich, wenn ihr solche Rezepte nachmacht. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir Bilder von diesen Rezepten auf Instagram schickt und mir zeigt, hey cool, Simon, danke, war lecker, oder Simon, war nicht so lecker, aber das passiert eigentlich nicht. So, das passiert in den meisten Fällen nicht, deswegen probiert es einfach mal aus, macht's nach. Abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Die besten Supplements, die wirklich, ich stehe da so sehr hinter, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil ich sie in erster Linie für mich mache. Body Nutrition, die besten Lamm und VIP Wear. Bis dahin, euer Simon. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you.